Hallihallöche, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Forest. Le Forestus. Ja, es ist ein wunderschöner Morgen, ein wunderschöner neuer Tag. Oh, und wir haben ein bisschen Hunger und ein bisschen Durst. Warum habe ich mein Feuerzeug an? Jetzt macht er die Tür zu, ist ja klar. Warum hab ich mein Feuerzeug an? So, hier in unserem formschönen Regal haben wir ja in der letzten Folge. Oh, wir haben 11 Knochen. Und kein Tuch. Und. Hä? Was ist hier mit dem Spielstand los? Da stimmt irgendwas nicht. Kein Tuch, aber hier so viele Knochen. Ja. Ich schau mal eben nach was zu essen erstmal. So. Wieder hinhängen. Toll. Naja, das Falsche gegessen. Das wollte ich eigentlich gar nicht essen. Egal, wir schnabulieren nochmal ein. Den Hase wollte ich wieder hinhängen. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt zum Essen dabei noch? Volles Trinken. Frischer Hase. Frische Echse. Essbar. Jo, anscheinend nicht mehr so frisch. Ja, das hier sieht alles ganz gut aus. Mutantenrüstung kann ich anziehen. Jetzt ist hier ganz seltsame Mischung. Die Felle, ja, die Felle. Die kann ich hier leider nicht mehr an... Tu mal die Hand weg, Junge! Ah. Die kann ich hier nicht mehr aufhängen. Nein, da ist schon voll. Schade. Okay. So, was trinken? Oh ja, da hat's geregnet. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen direkt wieder in die Höhle rein. Hier ist alles beim Alten. Ich wollte noch irgendwas mitnehmen. Was wollte ich noch mitnehmen? Die Knochen tue ich mal hier rein. Wir kriegen ja genug Knochen. Wir haben ja gerade eh keinen Stoff für eine Rüstung. Was wollte ich noch mitnehmen? Ich habe Trinken und ich habe Essen. Ich habe Sticks. Ach, ich habe so viele Pfeile gemacht. Okay, klar. Okay, dann, ja. Speichern kann ich ja dann, indem ich mir dann einen kleinen Shelter mache. Aber wir haben ja jetzt gespeichert. Habe ich gespeichert? Ja, ich glaube. Doch, ich glaube, ich habe gespeichert. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. In die Höhlen. So, hui. Halt. Einmal Licht an. Hui. So, wir haben auch volle Gesundheit, das ist sehr gut. Denn hier unten, die Kameraden, die sind ja alle nicht ganz so gehalten. Na, und hui! Timer habe ich gestartet, oder? Ja, sehr schön. So, das ist ganz schön erschöpfend, hier runter zu grinden. Oh Mann, wie tief ist das? So, hier war nichts mehr, ne? Ach, das Ding an. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. Ach, das sind Tropfen. Ich muss hier auf jedes Geräusch achten. Das Geile ist auch, wie ihr seht es vielleicht da hinten. Wo ist mein... Huch. Ich höre doch da was. Hä? Die ganzen Sachen sind wieder da. Oh, die Snacks sind wieder da. Fress ich mal ein. Okay. Was habe ich genommen? Stock. Ja. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Hier haben wir schon. Hier waren wir doch schon. Warum ist das alles wieder da? Ich hoffe, die Jungs spawnen nicht wieder. Das Üble ist... Ja, hier. Es ist dunkel. Also ich nehme jetzt wieder ganz normal zur regulären Nachtzeit auf.
Ach, hier ist wieder alles schön. Die sind wieder respawned quasi. Kann ich die von hier treffen? Ich mache das mal hier an. Huch. Hier soll es dann machen. Mann! So, irgendwer lacht da ganz lustig. So, wie war das? Mit der Axt. Hä? Oh. Ach, ich bin doch ein Depp. Jetzt habe ich mich selber angezündet. Ja. Ah. Was? Warum konnte ich dieses Ding gerade nicht kaputt machen? Irgendwie kapiere ich das nicht ganz. Okay, jetzt. Hä? Ih, Babys. Geh kaputt. Irgendwie ging das nicht kaputt, okay. Ja, ich will mich nicht wieder anzünden. Ja, komm her, komm, ins Feuer, Kollege. So, machen wir mal an. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil man sieht ja, die sind ganz schön drauf, die Leute. So, okay, der brennt. Ja. Okay, das hat er nicht überlebt. Hä, brennt der? Irgendwie hat er nicht gebrannt. Ey. Wieso brennt der nicht? Was ist da los? Brenne. Oh, da ist noch ein Baby. Jetzt nicht mehr. So, ich mache mir gleich... Oh Mann, ich habe so viele Pfeile. Die kann ich ja wieder rausholen. Ah ja, stimmt. Und ja, ich mache mir hier mal Knochenrüstung. Hä, war da nicht noch einer? Ach nö, das war der. Ja, das war der, der hier lag. Und da sind meine Pfeile. Hey, hier sind aber die Sachen. Ich verstehe es nicht. Hier sind die Sachen trotzdem wieder weg. Huch. So ja nur nicht. Hier war ich trotzdem schon. Hier. Da ist schon. Schon offen. Komisch. Geht's mir gut? Ja, mir geht's noch gut. Aber eine Rüstung habe ich verloren. Das gefällt mir nicht. Knochen. Hä, warum habe ich den nicht richtig reingeschmissen? Was? Zum Henker war das denn? Ich mag diese Höhlen nicht. Diese Geräusche sind furchtbar. Na los. Werd schon fertig. Aber Tuch habe ich jetzt trotzdem noch keins. Ne. Wird der jetzt bald mal fertig hier? Und was jetzt?
wollte gerade sagen, sonst lasse ich den liegen. So. Okay, dann geht's weiter. Links oder rechts? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir gehen mal hier lang. Hier waren doch auch noch welche. Oder waren das jetzt die? Nö, da hinten ist noch einer. Da sind noch zwei. Da sind noch viele. Oh, ich habe keine... Habe ich keine Brandpfeile mehr? Oh. Naja gut, Molotow-Cocktails hätte ich noch. Oh. Lass mich in Ruhe. Okay, der rennt wieder weg. Aha, die finden die Pfeile wohl noch nicht so schön. Komm. Komm noch mal her. Los, trau dich. So, der hat's hinter sich. Oh, ich sehe nichts. Okay, rennt wieder weg. Wie so eine Spinne. Wie so eine hässliche kleine Spinne. Hä, wo ist der andere? Ich brauch meine Pfeile. Ah, Alter, wie viel hatten der schon da drin, sag mal. Ah. Stirbst du jetzt endlich? Ah, nein, endlich, oh. Ich Gänsehaut. So, meine Pfeile her. Gut. Wo ist mein Licht? Warum habe ich kein Licht, sag mal? Oha, wie viel hat denn der gefressen? Tschüss. Voll der Pfeilige. So. Was haben wir denn hier? Da hängen irgendwelche Kollegen. Ich mach mal so. So, was haben wir hier? Nix. Aha. Wo seid ihr? Wo denn? Ach, guck mal, da ist noch einer. Hey. So. Hm. Was ist das denn? Okay, tauchen kann ich nicht, denn ich habe keinen Tauchanzug. Was rumpelt denn da so? Oh, Karten kann ich keine mehr mitnehmen. Klirr, nö. Und dieses Ding da kann man auch nicht mitnehmen, ne? Schade, das ist nicht die Taucher... Benzin! Was haben wir hier? Leuchtfackeln. Kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Geräusche nicht mag? Oh, hier ist ein Lagerfeuer. Obwohl, ja. Achso, wir haben eh schon recht viele Knochen. Was sind denn das für Geräusche, sag mal? Okay, hier könnten wir speichern. Ach komm, speichern wir mal schnell. Zack.
Diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Egal. Wir rennen frohen Mutes weiter. Rennt der? Ja, der rennt. Es muss irgendwas unter der Erde sein oder über uns oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwelche komischen Geräusche, die mir überhaupt nicht zusagen. So, nehmen wir den auch gleich mal mit. Ja, wobei die Knochen werden wahrscheinlich eh reichen. Die von dem hier. Nein. So, da sind die ersten. Das ist echt krank. Also, ich weiß nicht, hört ihr das? Dieses Geraschel? Krasses Geraschel. Wie viel kann ich denn? Ich glaube, ich kann eh nur 15 Knochen mitnehmen. Naja, gut. Gespeichert habe ich. Komm, gib die Knochen her. Ja, das war's auch schon. Okay, gut. Wir haben alle Knochen. Hier, so, also. Jetzt sind wir hier. Und da müssten wir tauchen mit der Tauchausrüstung, denn sonst sehen wir gar nichts, ja. Und so tief kommen wir sowieso nicht runter. Und bevor hier die Höhle noch weitere komische Raschelgeräusche macht, gehe ich einfach mal weiter in diese Richtung hier. Yep. So, was haben wir hier? Halbe Passagiere. Komische Tropfen. Oh, da fällt Geld raus. Aber ich glaube, mehr kann man da nicht anstellen. Hier liegen Herzen. Boing. Pinata, halbe Pinata. Ist auch schon nicht mehr ganz frisch, wenn man sich das anguckt. Ja, würde ich nicht mehr essen. So, Herzen. Was haben wir hier? Ein kleines Loch. Oh. Geld. Viel Geld. In einer Nische. Viel Geld in einer Nische. Sehr schön. Ein Bein. Geld und ein Bein. Da hat jemand Fersengeld gegeben. Oh, Fersengeld. So. Okay, gut. Was hat's hier sonst noch? Ich will nichts übersehen. Denn ich will hier gern nicht so oft rein. Aber hier, das ist ein und dasselbe. Hier gibt's sonst nichts mehr. Okay, das war ein bisschen heftig. Uiuiui. Ich fress mal einen Lurch. Einen Hase. Und trinken. Soll ich hier auch mal was trinken? Ja, jetzt habe ich auch was getrunken. Aber meine Gesundheit ist noch nicht. Ah, okay. Jetzt stellt sie sich langsam wieder her. Gut. Merke, nicht zu hoch springen. Denn wer hoch springt, der fällt auch tief. So. Ah, Kontaktlinsen sind wieder hier. Ölig. Schmierig, ölig. Fädrig. Ja, Knochenrüstung. Schön und gut, wenn man Stoff hat. Die, da sind schon Fliegen dran. Aber wir haben irgendwie keinen Stoff, deswegen... Ist hier Stoff dabei? Nö, das ist nur Gedärm. Ja, hier, nein, hier auch nicht. Also, toll, jetzt haben wir hier eine Höhle. Ah, Moment mal, da ging es doch noch in eine andere Richtung. Hier, von hier kam ich, oder? Ja, von hier kam ich. Und hier konnte ich... Bin ich hier lang gelaufen oder hier? Nein, ich bin da drüben lang gelaufen. Genau. Und hier geht es nämlich noch runter. Hier, gibt es hier irgendwas? Nein. Ich sollte aufhören, hier so rumzuhüpfen. Okay. Dann noch tiefer runter. Noch tiefer in die Eingeweide der Insel.
Hier rumpelt und raschelt es schon wieder überall. Und tropft. Und hier brauche ich Dynamit. Ich habe kein Dynamit. Ach, ich glaube, das sind normale Höhlengeräusche hier. Kann ich denn eine Bombe bauen? Ich hätte Alkohol. Ich hätte Leiterplatte. Ich hätte Geld. Habe ich denn eine Armbanduhr? Nee. Mist. Kann man nicht auch mit dem Kopf eine Kopfbombe bauen irgendwie? Ah nee, da brauche ich glaube ich zuerst nochmal eine normale Bombe. Aber ich habe keine Armbanduhr, so wie es aussieht. Nein, ich habe keine Armbanduhr. Mist. Dieses Geschepper und Gekratze und Gekloppe, ich glaube, das ist normales Höhlengeräusch von herabstürzendem Geröll und so. Ja, toll. Puh, dann gibt's hier gar nichts weiter. Also somit hätte ich die Höhle eigentlich erkundet. Ich guck mal eben auf meiner To-Do-Liste. Aber die ist wahrscheinlich jetzt hoch. Die ist jetzt wahrscheinlich noch nicht abgestrichen. Was ist die To-Do-Liste? Hier. Finde einen Koch Essen, baue ein Lager, finde Timmy. Oh ja. Baue Verteidigungsanlage, finde Weg in die in den Kessel, finde vermissten Flugzeugpassagiere. Von dieser Höhle hier sagt er mir gar nichts. Normalerweise, wenn man in die Höhlen reingeht, kommt dann Müll. Erforsche die Höhle, bla bla. Warum ist der Koffer wieder zu? Der war doch vorhin noch offen. Was haben wir denn für ein Outfit? Da ist noch eine Medizin. Hm. Ich glaube, ich brauche das Outfit nicht. Gibt's hier noch irgendwo was? Ne. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Ach, von da kommen wir ja. So, das war dieses hier. Plätscher, Plätscher. Die Höhle hat Durchfall. So, ja, und hier, da war der große Raum mit dem Wasser. Okay. Also, wir brauchen einmal Sprengstoff, um weiterzukommen, und einmal das Tauchgerät. Was wir alles nicht haben. Blöd. Und warum ging das hier? Komisch, warum geht das nicht? Sehr seltsam. Naja, gut. Ich bin froh, wir kommen aus der Höhle raus. Ich mag die Höhlen. Ich habe das schon mal gesagt. Ich mag die Höhlen nicht. Die Höhlen sind äußerst gruselig. Und ich mag keine gruselige Sachen. Ich meine, gut, es ist eigentlich auch nicht mehr als oben. Es sind Eingeborene. In verschiedensten Varianten. Lauter Dreck im Gesicht. Vom Arbeiten. Nicht einfach so. Verschiedenste Eingeborene und halt, ja, Mutanten. Aber die kennen wir ja mittlerweile eigentlich alle. Bis auf den neuen Mutant, der aussieht wie ein komischer Wurm. Oder mehrere Würme. Würmer. Den haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube, den gibt es aber eher im neuen Gebiet. Oh. Und sonst ist da unten ja eigentlich auch nicht viel anders. Außer halt, dass es dunkel ist. Und dunkel ist halt, ja, dunkel ist immer gruseliger, denn man sieht ja nichts. Man weiß nicht, woher die Gefahr kommt. Naja. Aber ja, wir kommen jetzt auch nicht weiter. Also von dem her müssen wir in eine andere Höhle gehen. Aber jetzt gehe ich erstmal raus, Folgenpause machen. Und schlafen, falls es noch geht. Aber ich glaube, wir haben jetzt, naja, es müsste Nacht sein, wenn wir jetzt rauskommen. Und dann, sollte ich dann schlafen? Ich glaube, dann sollte ich nicht schlafen, denn sonst haben wir wieder den Tag. Den Rhythmus vom Tag ist dann, haben wir dann wieder durcheinander. Ja, da draußen ist Nacht, definitiv. So, Kokolores. Egal, ich gehe schlafen. Ich bin müde. Erschöpft, sozusagen. Ja, da ist ziemlich dunkel.
Blöd, dass jetzt dieser Hammer die ganze Zeit da ist. Das ist irgendwie doof. Naja, egal. Wir gehen schlafen, solange es noch geht. ZZZ. Oh, wir können noch gar nicht schlafen. Da ist dann, da stimmt dann aber der Rhythmus wieder nicht. Naja, da tue ich auf jeden Fall mal speichern. Bevor wir hier irgendwie abstürzen. Also bevor das Spiel irgendwie abstürzt. Und dann müssen wir halt doch wieder eine Nacht durchmachen. Naja, kann ich nichts machen. Ich kann nicht schlafen. Seht ihr? Da ist ein ganz kleiner Strich, ist noch übrig. Ah, geht noch nicht. Ich kann Z drücken, passiert nichts. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt. Time to play here by the forest. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.